Die wohl bekannteste Art der Anabantoiden ist Betta splendens, der siamesische Kampffisch. Die Mitglieder des European Anabantoid Club treffen sich einmal im Jahr, um neue Erkenntnisse aller Labyrinthfische zu diskutieren, einschließlich Gouramis, Fadenfische, Makropoden und andere. Eine Institution in Sachen Labyrinthfische ist der ehemalige Clubpräsident Horst Linke. Züchter Edison kommt direkt aus Thailand, dem Mutterland der Betta. Im Gepäck hat er viele seiner hochwertigen Züchtungen dabei. Wissenschaftler der Maidon-Universität präsentieren ihre wissenschaftliche Arbeit über die Verbreitung und Klassifizierung der Betta-Arten in Thailand. Das ist sehr wichtig, denn einige Arten sind in freier Wildbahn schon verschwunden. Passend dazu behandelt der Vortrag von Frank Schäfer die Auswirkungen des Zierfischhandels auf die natürlichen Bestände von Fischen. Es ist keine einzige Fischart bekannt, die jemals durch den Lebendhandel ausgerottet worden wäre. Das gibt es nicht. Im Gegenteil, Arten, die in der Natur nicht mehr existieren, sind, weil sie einen ökonomischen Wert als Aquarien und Zierfisch haben, durch Zuchtbetriebe in Asien vor allem, erhalten worden, sodass sie heute noch als Arten existieren, obwohl sie in der Natur lange ausgestorben sind. Nur Umweltveränderungen, Umweltzerstörung kann Kleintierarten nachhaltig gefährden. Und nur wer die Tierarten kennt, wer sie pflegt, wer sie züchtet, solange sie einen gewissen ökonomischen Wert darstellen, besteht überhaupt die Chance, diese Tierarten der Menschheit und der Natur und der Welt zu erhalten. In seiner kleinen, speziellen Betta-Show zeigt Züchter Edison verschiedene Kampffischzuchten. Kürzlich erst hat er seine Palette dem internationalen Markt angepasst. Das Interesse an Wildformen hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Viele Leute hat mehr Interesse an die wilde Type. Wir exportieren fast 100%, aber meistens nach den USA und auch zum Teil nach Deutschland. Ja. Jetzt mache ich Züchter nicht so viel alleine, aber ich gebe die Männchen und die Weibchen zu kleinen Farmen, dass die für uns machen. Wir exportieren ungefähr 200-300 pro Woche. Nicht so viel, weil wir konzentriert an die Qualität. Ja. Während Betta splendens gut erforscht ist, sind viele neue Arten erst in den letzten Jahren entdeckt worden. Bisher waren meist Forscher aus Europa oder Nordamerika unterwegs, um Fische und deren Lebensräume zu untersuchen. Es ist sehr erfreulich, dass nun auch Wissenschaftler in Ländern wie Thailand in der Lage sind, Tiere mit begrenzter wirtschaftlicher Bedeutung zu studieren. Our project is to discover new fighting fish in Thailand. Until 1975, these three fishes were discovered by overseas people, and in 2010 we published two papers about this new fish. This is Mahachaiensis and Siam orientalis. It's the first time that the Thai scientists have discovered the new species of fighting fish. Das Jahrestreffen des European Anabantoid Club nutzte Horst Linke, um erstmals sein neues Werk über alle Labyrinthfische vorzustellen. Das ist die englische Ausgabe von dem Labyrinthfischbuch, was wir jetzt gemacht haben. Wir wollen versuchen, hier drin alle Labyrinthfischarten mal geschlossen vorzustellen und gut zu bebildern. Dieses Buch hat also 1650 Bilder da drin bei rund 600 Seiten. Das ist also das wirklich einzige Werk, was in diesem Umfang bisher auf dem Markt ist. Alle Arten und den größten Teil davon selber besucht, gesucht und gefangen und mitgebracht, also Biotopstudien betrieben. Und das ist schon sehr selten, dass man das machen kann. Zum Ende der Veranstaltung stürzen sich die Aquarianer auf Edison und seine Bettas. Jeder will einen seiner ungewöhnlichen Fische ergattern. Einige Teilnehmer bieten eigene Fische an oder versuchen, Gebrauchtes loszuschlagen. Irgendetwas für zu Hause findet sich natürlich immer.